Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Zweiradgeber. In diesem Video zeigen wir euch mal, wie ihr solche kleineren Schäden beheben könnt. Und wir zeigen euch außerdem, wenn wir schon mal dabei sind, wie ihr generell ganze Räder neu einspeichen und zentrieren könnt. Und weil ihr immer fragt, wer denn eigentlich wir ist, also wenn ich von wir rede, habe ich mir heute mal professionelle Unterstützung geholt. Ich will euch ein weiteres Mitglied von unserem Ostoase-Arbeitsteam vorstellen, nämlich den Alex, auch bekannt als Felgenköhler. Alex, schön, dass du da bist. Hallo. Wir zwei legen direkt los und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, oder? Genau, auf geht's. Wenn eine Speiche gebrochen ist, die von innen durchgesteckt wurde, dann ist das Wechseln kein Problem. Anders sieht es aus, wenn die Speiche von außen durchgesteckt ist. In dem Fall müsst ihr nach dem Entfernen der alten Speichenreste zusätzlich noch eine Speiche auf der gegenüberliegenden Seite demontieren, um die gebrochene Speiche ersetzen zu können. Dazu wird der Speichennippel mit dem Speichenschlüssel gelockert und entfernt. Lässt sich die Speiche nur schwer lösen, könnt ihr euch mit Kriechöl oder Wärme weiterhelfen. Beide Speichen werden wieder gleichmäßig festgezogen. Wenn mehr als zwei Speichen gebrochen sind, empfiehlt es sich, direkt einen neuen Speichensatz zu montieren, denn durch die kurzzeitige Überbelastung können die restlichen alten Speichen bereits vorgeschädigt sein und reißen mit der Zeit weiter ab. Danach sollte der Rundlauf der Felge geprüft werden. Wie das funktioniert, seht ihr aber später noch. Soweit also erstmal zum Austausch einzelner Speichen und jetzt gibt es aber durchaus Fälle, in denen die Radnabe schon so weit verschlissen ist, dass sie einfach getauscht werden muss oder aber, dass der Felgenring schon einen größeren Schlag abbekommen hat und in dem Fall hilft wirklich nur noch eins, wir müssen das Rad einmal komplett neu einspeichen. Was meinst du, Alex? Wird Zeit für die Flex, oder? Jetzt wird Zeit für die Flex. Aber das Wichtigste, denk bitte an den Arbeitsschutz. Wir unterscheiden übrigens zwischen einfach und zweifach gekreuzten Felgen. Das zweifach gekreuzte Speichenmuster hat sich mit der Zeit durchgesetzt, da es vom Aufbau her etwas mehr Stabilität bietet. Ab Dezember 1976 wurden die Fahrzeuge ab Werk mit doppelter Kreuzung geliefert. Die Speichen der beiden Muster haben jeweils unterschiedliche Längen, wobei die alte Speichenlänge für die einfache Kreuzung fast nirgendwo mehr zu finden ist. Dieses Muster ist daher eher was für Liebhaber und für Leute, die es wirklich hundertprozentig original haben wollen. Man kann aber auch die einfach gekreuzten Felgen auf das neue Muster umrüsten. Und wie die Felgen doppelt gekreuzt eingespeicht werden, das seht ihr jetzt. Zum Neueinspeichen gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir zeigen euch jetzt mal eine Methode, die ganz gut von der Hand geht und das Verwechseln der Speichen ausschließt. Dazu legen wir die Felge auf unsere Werkbank auf einer weichen Unterlage ab, um Kratzer zu vermeiden. Wenn man sich die Narbe mal im Detail anschaut, erkennt man auf der Innenseite jeweils immer ein Loch mit einer Versenkung. Daran könnt ihr euch anfangs gut orientieren. Wir beginnen mit den Löchern ohne Versenkung und stecken die Speichen von oben hindurch und wiederholen das an jedem zweiten Loch. Greift euch danach die Narbe in der Mitte und mit einer gekonnten Drehung werden die Speichen nach außen gewirbelt und die Narbe gleichzeitig auf der Werkbank abgelegt. Nun wird der Felgenring mittig platziert. Ein Höherlegen des Felgenrings ist eigentlich nicht notwendig, da sich dieser später durch das gleichmäßige Anziehen der Speichen von alleine ausrichtet. Die Löcher vom Felgenring sind jeweils nach oben, unten, links und rechts unterschiedlich ausgerichtet. Nun suchen wir uns das Loch im Felgenring, was nach oben ausgerichtet ist und vom Winkel her passt und drehen das erste Speichennippel 2 bis 3 Umdrehungen auf. Dieser Vorgang wird nun mit den restlichen Speichen aller 4 Löcher am Felgenring wiederholt. Danach wird die gesamte Felge einmal gedreht. Auch auf der anderen Seite suchen wir wieder die Löcher ohne Versenkung und stecken dort die Speichen von oben nach unten hindurch. Die Radnabe wird einmal angehoben und die Speichen vorsichtig auf dem Felgenring abgelegt. Die Felge wird wieder auf der Werkbank abgesetzt und die Speichen entgegengesetzt der anderen Speichen ausgerichtet. Die Orientierung am Felgenring fällt nun wesentlich leichter, weil sich das Speichenmuster nun langsam von selbst ergibt. Sucht euch wieder das passend ausgerichtete Loch und befestigt die Speichen erneut 2 bis 3 Umdrehungen, wiederum im Abstand von 4 Löchern am Felgenring.
Die nächsten Speichen werden nun in den unteren Ring von innen nach außen durchgesteckt. Die Narbe wird wiederum angehoben, gewendet und vorsichtig abgesetzt. Die Speichen werden wieder auf dem Felgenring abgelegt und über Kreuz zu den jeweils benachbarten Speichen ausgerichtet. In dieser Position bleibt wieder nur ein Loch am Felgenring, was vom Abstand und der Ausrichtung Sinn ergibt. Die Speichen werden abermals von innen nach außen gesteckt, die Felge wird gewendet und die Speichen über Kreuz in den letzten Löchern befestigt. So, nachdem wir das Rad nun einmal komplett eingespeicht haben, sehen wir, dass es noch nicht so wirklich rund läuft. Es eiert also hier und da noch und deshalb geht es jetzt direkt weiter mit dem Zentrieren. Und ich sehe schon, Alex, du hast uns drei Werkzeuge mitgebracht. Genau, das ist korrekt. Ich habe hier drei handelsübliche Speichenschlüssel dabei und den Unterschied möchte ich euch jetzt erklären. Beginnen möchte ich mit dem Universalschlüssel. Dieser hat zwar den Vorteil, dass er sich für verschiedene Größen eignet und recht günstig ist, allerdings ist er in seiner Handhabung sehr, sehr unhandlich, da man mit ihm nicht die nötigen Kräfte aufbringen kann, um die Speichen sinnvoll und fest genug zu spannen. Dieser Schlüssel hingegen ist ein Nachbau gemäß der Originalzeichnungen. Er ist sehr stabil, umfasst die Nippel an drei Kanten und verhindert ein leichtes Abrutschen. Allerdings kann man mit ihm nicht zügig genug arbeiten, da das Einfädeln jedes Mal Zeit kostet. Preislich ist der Schlüssel mit Abstand sogar der teuerste. Unsere Empfehlung liegt daher ganz klar bei diesem Schlüssel. Er umfasst die Nippel an zwei Seiten auf voller Länge, lässt sich einfach einfädeln und die Maße des Schlüssels sind ideal auf unsere Speichennippel zugeschnitten. Nun geht es ans Zentrieren selbst. Am besten eignet sich hierfür so ein Zentrierständer. Wer sich diesen allerdings nicht leisten möchte, kann das Rad auch ganz einfach in einer in den Schraubstock gespannten Schwinge zentrieren. Beim Zentrieren geht es darum, die Speichen so zu spannen, dass der Rundlauf des Rades gegeben ist und alle Seiten sowie Höhenschläge ausgeglichen sind. Der erste Arbeitsschritt besteht darin, alle Speichennippel gleichmäßig anzuziehen. Dies geschieht von außen, entweder mit einem Schlitzschraubendreher oder für faule Leute mit einem Akkuschrauber. Die Speichennippel werden so weit aufgedreht, dass noch 3 bis 4 Gewindegänge erkennbar sind. Danach wird jeder Speichennippel nochmal per Hand ca. eine halbe Umdrehung fester gezogen. Das Ganze wird reihum so lange wiederholt, bis keine Speiche mehr klappert bzw. lose ist. Nun beginnt die eigentliche Korrektur des Höhen- sowie des Seitenschlages. Stellt die Taster in der Nähe des Felgenhorns und dreht das Rad einmal langsam durch, um euch einen Überblick über den aktuellen Rundlauf zu verschaffen. Man beginnt nun mit dem Ausgleich der gröbsten Abweichung. Ob dies nun ein Höhen- oder ein Seitenschlag ist, spielt dabei keine Rolle. In unserem Fall sehen wir hier einen sehr großen Seitenschlag, wo das Rad nach rechts ausbricht. In diesem Bereich der Abweichung sollten die gegenüberliegenden Speichen nun um ca. eine Viertelumdrehung angezogen werden. Das bewirkt, dass der nach rechts verzogene Felgenring nach links korrigiert wird und der Seitenschlag nach und nach verschwindet. Tastet euch hier langsam voran und wiederholt den Vorgang so lange, bis der Seitenschlag verschwunden ist. So fahrt ihr mit den restlichen Seitenschlägen weiter fort. Man sollte sich jedoch von dem Gedanken verabschieden, dass es keinen hundertprozentigen wirklichen Rundlauf gibt. Arbeitet hier einfach so genau wie möglich, behaltet aber im Hinterkopf, dass selbst das Lehrbuch eine Toleranz von 1,5 mm in der Seite sowie 2 mm in der Höhe zulässt. Danach kümmern wir uns um den Höhenschlag. Dazu wird die Skala unten verwendet, um zu schauen, ob sich die Felge beim Drehen ungewollt nach oben oder nach unten bewegt. Hierbei gibt es sowohl einen positiven als auch einen negativen Höhenschlag. Das heißt, dass sich der Felgenring sowohl nach innen als auch nach außen wölben kann. Sollte sich der Ring nach außen wölben, werden alle Speichen, welche von der Wölbung betroffen sind, vorsichtig nachgezogen. Auch hier sollte man sich vorsichtig mit Viertelumdrehungen herantasten.
Dort, wo der Felgenring die größte Abweichung hat, also in der Mitte von dem betroffenen Bereich, können die Speichen auch etwas fester nachgezogen werden. Der Ausgleich von Höhen- und Seitenschlag findet im Wechsel statt, je nachdem, wo die höchste Abweichung zu sehen ist. Als letzter und abschließender Schritt sollten alle Speichen nochmals gleichmäßig um eine Viertelumdrehung nachgespannt werden, um sich zu vergewissern, dass jede Speiche überhaupt gespannt wurde. Beim Anschlagen der Speichen mit einem Schraubenzieher oder mit eurem Speichenschlüssel sollte ein heller Klang entstehen. Wenn man also weiß, wie man vorgehen muss, dann ist das Einspeichen und Zentrieren der Felge eigentlich keine große Sache mehr. Und trotzdem, gerade beim Zentrieren, braucht man schon eine Menge Geduld und man muss vor allem ordentlich arbeiten, damit das Ergebnis halbwegs brauchbar wird. Und nur ein Rad, was wirklich zu 100% rund läuft, sorgt auch für ein sicheres und stabiles Fahrverhalten. Alex, du als Fachmann, sag mal, wie lange brauchst du zum Zentrieren und zum Einspeichen für eine Felge? Naja, nachdem ich in meinem Leben nun schon ungefähr 5, 6, 7, 800 Laufräder montiert habe, brauche ich im Durchschnitt nicht länger als 20 Minuten. Ihr seht also, wem das Ganze zu aufwendig ist oder wer sagt, er traut sich das nicht so richtig zu, schaut auf seiner Facebook-Seite vorbei, wir verlinken sie euch auf jeden Fall. Und auch wenn ihr Fragen habt, entweder an den Fachmann oder hier bei uns in die Videokommentare, wir werden sie natürlich beantworten. Und in diesem Sinne, schön, dass ihr wieder dabei wart, viel Erfolg beim Basteln und wir sehen uns in einer der nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.